ihr Lieben, da ist wieder eure Katrin mit einem neuen Review für euch. Und heute möchte ich euch die PNSO-Jagdszene Shunkingosaurus mit Yangshuanosaurus vorstellen. Hier zu sehen zwei wunderschöne Figuren, nicht allzu groß und dennoch so schön gemacht. Allein schon die Färbung vom Yangshuanosaurus, einfach der Wahnsinn. Und die Base, wow, mit dem ganzen Gestrüpp da auf dem Boden und so weiter. Wie realistisch, wie toll das gemacht ist. Einfach sensationell. Wir haben hier einen Vertreter aus der Stegosaurus-Familie und Yangshuano, einen Vertreter aus der Familie der Allosauriden. Der Yangshuanosaurus ähnelt in seiner Erscheinung seinem nordamerikanischen Zeitgenossen, dem Allosaurus, und war mit ihm verwandt. Er trug einen knöchernen Kamm entlang der Nase und er hat auch mehr Zähne als der Allosaurus. We need more teeth. Seine Fossilien fand man allerdings in China. Ja, und dann haben wir ja noch den Shunkingosaurus. Mit einer geschätzten Länge von 3 bis 4 Metern war er einer der urtümlicheren und der kleinsten Vertreter der Gruppe der Stegosauria. Und wie auch der Yangshuanosaurus lebte er im oberen Jura und seine Überreste wurden in der chinesischen Provinz Sichuan entdeckt. Der Shunkingosaurus war damit ein potenzielles Beutetier für den Yangshuanosaurus. Deswegen auch diese wundervolle Jagdszene. Bleiben wir doch gleich bei diesem Modell. Er ist ca. 15 cm lang und an der höchsten Stelle etwa 7 cm hoch. Und jetzt schauen wir uns das Teilchen noch aus der Nähe an. Für ein so kleines Modell ist er doch recht aufwendig und liebevoll gearbeitet. Aber was anderes erwartet man eigentlich auch gar nicht von PNSO. Ja. Er hat noch so ein sehr charakteristischer Dorn aus der Schulter raus, ähnlich dem Kentrosaurus. Viele Osteoderme zieren die Flanken bis hin zum Hals. Sehr zierliche Beine und schön gearbeitete Füße mit ganz winzig kleinen Zehen, wie man hier sieht. Ne? Das ist winzig klein. Er ist in einem Grünton gehalten. Sehr schöne Details. Ne? Also wenn wir denken, wie klein dieses Modell ist, sieht das noch sehr lebensecht aus. Ne? Eine sehr, sehr ledrige, feste Haut. Stramme Schenkel. Und diese herrlichen Dornen, die sind alle recht weich. Ne? Also man hat hier keine Verletzungsgefahr und sie können auch nicht so leicht brechen. Das ist noch das Schöne dabei. Eine sehr hochstehende Wirbelsäule. Wie man hier sieht, ne, ein sehr schmaler Grat. Da ragen die Knochenplatten raus. Beziehungsweise die Dornen. So richtige Platten hat er ja gar nicht gehabt. Die waren ja alle recht schmal und flach. Und dann haben wir hier noch den Schwanz, ne, und einen sehr kräftigen Muskel hier. Und dann den Stacheln da rein auf seinen Schwanz. Und dann haben wir hier die Schlagdornen noch am Ende. Ne? Der ganze Schwanz besteht ja hier nur aus Schlagdornen, wenn man so will. Ja, es war ein renitenter Gegner. Auf der Unterseite dieses kleinen Modells, das ist noch PNSO, ne? Das Prüfsiegel. Und 2019, also ein ganz aktuelles Modell. Überhaupt das ganze Modell sehr schön gearbeitet. Ne? Sogar ein paar Ballen und so. Traumhaft schön. Also PNSO ist immer eine Empfehlung. Ne? Die haben wirklich sehr, sehr schöne Modelle in ihrem Programm. Und dann kommen wir nochmal zur Rundumansicht. Ja. Sieht er von vorne aus. Ja, sogar stämmige Hüften, ne? Ordentliche feste Schenkel. Er ist so in Abwehrhaltung, ne? Denn der steht ja dem Yangshuanosaurus gegenüber. Ansicht von unten, recht kleines Modell, schönes Modell, sehr dynamische Pose. Ja, dem Feind zugewandt. Das ist der Shunkingosaurus.
Dann haben wir hier den Yangshuanosaurus. Hat ja recht echsenförmige Augen, also erinnert mich sehr an Echsen, so wie sie hier gestaltet sind. Der Kiefer lässt sich öffnen. Ja, ist bei dem hier recht schlaksig. Schließt fast vollständig. Und die Bemalung ist ein echter Traum. Ne? Das Auge ist vielleicht ein wenig unsauber gemalt, aber gut, er ist wirklich sehr, sehr klein. Ne? Ach, und diese Farbgebung. Wahnsinn, wie das hier gemacht ist. Ne? Also da habe ich echt Freude. So schön. Und diese ganzen Strukturen hier. Er ist wirklich sehr aufwendig gemacht für seine Größe. Zu den Abmessungen komme ich dann gleich noch. Und dann die Farbgebung seines Körpers. Ne? Ein Träumchen. Eigentlich recht schlicht noch gemacht. Aber doch so komplex. Es wirkt so komplex. Ja. Dabei ist es nicht viel. Man hat hier Gelb als Basis aufgetragen, dann hier so ein bisschen Rotbraun und darüber nochmal mit schwarzer Farbe ein paar Akzente gesetzt. Sehr schön, die Flanken, die Unterseite ist hell, ne, ist sehr hell. Also da, die sind schon etwas fester hier, ne? Also ist nichts biegsam wie beim Schunkingosaurus. Also da hätte ich schon Bedenken, dass es bricht. Die Krallen sind sehr spitz. Ja, schaut euch diese Schuppenstruktur an. Ne? Also hier gleicht nicht eine der anderen. Die wurde schon individuell ausgearbeitet. Ne? Also ist schon ein Modell, was wirklich richtig viel Arbeit gemacht hat. Und dann die feinen Details hier noch auf der Rückenlinie hier, ja, diese ganzen Osteodermen, diese Zacken hier. Und schaut mal, wie die überhaupt gestellt sind. Ne? Also sie sind nicht in Reihe und Glied, sondern eine zeigt mal nach links, die andere wieder nach rechts, also krumm und schief. So wie das bei einem lebenden Tier auch der Fall wäre, na? Denn die Natur kennt keine Symmetrie. Und wie sie schon da in der Haut stecken, ne? So schön. Und die Bemalung auch von diesen Zacken, von diesen winzigen Details, ist enorm. Dann haben wir nochmal die Ansicht des Schädels von oben. Dann sieht man nochmal diesen Kamm. Und dann haben wir hier noch die Beine. Na, und hier die Hautstrukturen sind auch sehr toll gemacht. Meisterhaft. Sehr wirkungsvoll. Es wirkt so lebendig. Und noch diese genial geformten Füße hier. Ne? Ein Träumchen. Hier wird er aufgesteckt, da hat ein kleines Loch, ein kleiner Eisenstift und dann kann man ihn dann auf der Base fixieren. Das andere, und die Fußunterseiten sind noch etwas ausgearbeitet, steht auch nochmal PNSO, ne, 2019, hier noch. Die andere Seite. Ein sehr schönes Exemplar. Ach, und wie ihr schon guckt, so geil. Das Maulinnere. Eine sehr, sehr schmale Schnauze. Der Gaumen ist so eigentlich recht glatt. Hat noch eine sehr, sehr feine Zunge. Der hat ein Zahnfach noch bekommen. Die stehen nicht einfach so über, sondern dass man das nicht sieht, wenn er das Maul geschlossen hat. Und von vorne sieht er auch noch ziemlich heftig aus, ne? Richtig geil. Die Haltung der Hände und Arme, das wirkt auch ganz wunderbar, ja, dynamisch. Da ist Bewegung drin. Noch ein anderes Händchen hier. Ja, und sowas habe ich noch vorne, ne? So schön. Ach, und diese Farben. So schön, mein Gott. Herrlich. Das Schwarz verliert sich dann am Schwanz und ist nur noch dieses Gelb und dieses Braun mit dem Weiß, mit dem Beige besser gesagt. Ne? Und auch die Dornen hier auf der Oberseite sind dann nur noch in sehr hell gehalten. Ja, hier wird eine Angriffspose gezeigt. Ne?
2019. PRG. Ein sehr schönes Exemplar. Da haben wir nochmal ihn so von vorn. Rückansicht. Unteransicht. Und einmal von oben. Ist herrlich schlank. Sehr drahtiges Kerlchen. Der Gute hier ist ca. 27 cm lang und etwa 9 cm hoch. Und ohne seine Base kann der leider nicht stehen. Er kippt. Ja. Schauen wir uns die Base nochmal an. Hier wird ein recht schlammiger Untergrund gezeigt. Ne? Und das hier sieht aus, als wenn es ein schon stark verwitterter Baumstamm ist. Und hier ebenso. Ne? Oder es könnte auch Gestein sein. Ne? Aber es wirkt eher wie ein sehr, sehr stark verwitterter Baumstamm. Und hier haben wir eine sehr schlammige Ebene mit ja, Vermoosung und so weiter. Ne? Überall Moose, Zweige auf dem Boden. Verrottetes Grün und so weiter. Dann sieht man hier die Abdrücke des Yangshuanosaurus. Hier kommt der eine Hinterfuß rein und da wird er letztendlich aufgesteckt. Und hier sind die Abdrücke, wo dann der Shunkingosaurus platziert wird. Einmal der Vorderfuß, einmal der Hinterfuß. Es wirkt alles sehr realistisch. So, und die Unterseite ist einfach ganz schlicht und glatt, PNSO. Ja. Und mehr ist dann passiert nicht abgebildet. 2019, wo es hergestellt wurde und so weiter. Ja, das ist das Set Yangshuanosaurus mit Shunkingosaurus, die Jagdszene. Und zum Abschluss nochmal beide zusammen. Yangshuanosaurus attackiert Shunkingosaurus. Ja, Freunde, ein super cooles Set, das ich nur jedem empfehlen kann. Ja, wunderschöne Details, wunderschöne Aufmachung, überhaupt eine wunderschöne Szenerie. Ja, aus dem Leben gegriffen, kann man sagen. Ja, das typische Jäger- und Beuteszenario. Den Link zu diesem Modell findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ja, und ich für meinen Teil klinke mich wieder aus, sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!